Schnell über die Grenze ein Baguette kaufen, den Sonntagsausflug nach Metz oder Luxemburg machen, Fußball spielen mit Freunden aus der französischen Nachbargemeinde. All das ist in meinem Heimatort Felsberg in der deutsch-französischen Grenzregion gelebter europäischer Alltag. Die Rue de la Frontière verbindet uns mit der französischen Gemeinde Villain im Département Moselle. Aber Europa besteht nicht nur aus Grenzregionen. Und wie soll man die europäischen Werte erlernen, wenn man während der Schulzeit nicht im Ausland war? Wir müssen uns der Gefahr bewusst sein. Nationalistische Ideologien sind im politischen Europa auf dem Vormarsch. Sie gefährden multilaterale Mobilitäten und das Erleben des europäischen Gedankens. Wie sollen zukünftige Generationen in der europäischen Politik, Wirtschaft und Kultur miteinander kooperieren können, wenn wir nicht mit Europa sozialisiert werden? Wer auf interkulturelle, europäische Erfahrungen zurückgreifen kann, der vertraut keinen nationalistischen Ideologien. Meine Vision für Europa ist die Verstärkung der europäischen Kinder- und Jugendaustausche. Denn wie hat es Robert Schumann einst gesagt? Europäer ist man nicht von Geburt, man wird es durch Bildung. Ich bin inzwischen in Frankreich angekommen. Wann kommt Europa bei der Jugend an?